wünsche sie von Herzen jedem Mitmenschen. Thank you.
Hört her! Ich eile durch die ganze Welt und bringe Groß- und Kleinbad raus am Not. Du, Jägermann! Merk auf! Denkst du an deines Lebenslauf? Willst du eine Antwort wagen? Du bist heute vorgeladen. Was soll die Frage mir? Warum sprichst du so vermessen? Nun, Jedermann, ich habe dich nicht vergessen. In großer Eile bin ich gesandt von weit zu dir durch Gottes Herrlichkeit. Gesandt an mich? Ja, sicherlich. Und was begehre ich, Gott, von mir? Just das will ich eröffnen dir. Rechenschaft zu tun geben ist, gleich jetzt und ohne lange Frist. Zur Rechnung braucht es längeres Her und Hin. Und deine Rede verwirrt mir meinen Sinn. Ich bin der Tod, den niemand hier entwich, den keiner findet. Auf jeden warte ich, denn also hat es Gott gewollt, dass alles mir gehorchen sollt. Der Tod, du kommst eigentlich nicht erwartet. Es steht bei dir, mich zu verschonen. Ich gehe von meinem Mut. Bist du nicht hart? Ich will es dir mit 1000 Pfunden lohnen. Wahrlich. Welch große Gaben! Ich könnte die ganze Erde haben! Das Gegenteil ist meine Weise. Drum, ich gebe keineswegs kein Zögern. Komm! Meine Rechnung ist noch lange nicht rein. Könnte mir noch ein Jahr 12 beschieden sein, wollte ich mein Rechenbuch wohl stimmig machen. Und müsste ich fürchten um mein Sein. Dir hilft kein Jammern, Weinen und Flehen. Du musst die Reise einstweilen überstehen. Und lade, wenn du kannst, die Freunde deine. Du weißt, der Mensch kann nicht von Dauer sein. O großer Gott, im hohen Himmelssaal, in meiner Not, ich nehme dich an. Wähntest du, dir wer gegeben? Allwirklich gut? Und auch dein Leben? So wähnt ich ganz unbesorgt. Nein. Es war ja alles so gewollt. Und kaum bist du davon gegangen, wird ein anderes für eine Weile erlangen. Und danach geht wie du. Ich ahne, Gott sei meiner Seele gnädig. Ich gebe keinem Menschen Frist. Dein Herz war jäger stark. Denn wisse, dieses ist ja der Rat, den keiner je entrinnen mag. Ach, bin ich denn einsam und allein? Wer niemand wird in der Stunde bei mir sein? Dem soll man leicht sagen. Könnte ich es ihm, dem Freunde sagen, dass sich mein Schicksal schon so bald erfüllt? Ihm, dem all mein Vertrauen gilt? Mein Freund,
Menschen Gutes mir versprechen, in großer Not sie brechen. Ich bin betrübt, weil ich betrogen bin. So spreche ich zu ihm in der Not. Besitz, komm her! Und stieg mir zu Gebot. Wer ruft mich? Jedermann? Was willst du tun? Nach deinem Rat verlangt mich sehr. Oh, ach, in der Welt hier bin ich schwer. So helfe ich und kriegst du leicht. Mich plagt ein anderer Ungemach. Von dieser Welt ist nicht verstehen. Ich bin gerufen, dass ich gehe, zu leben strenge Rechenschaft. So bitte ich, geh du mit mir. Du hilfst vielleicht vor Gott, dem Herrn, mir meine Sache heimlich klären. Also nun mein Leid klagt. Dass er mich begleite auf meiner Reise. Ich hätte Wunder an. Ich hätte noch die Kraft von drei Wesen, die mir viel Freude aufgebracht. Es sind Vernunft und Schönheit, meine. Und auch Kraft soll nicht vergessen sein. Da sind wir. Haben deine Ihr sollt begleiten mich in meinen Pilgertagen. Sagt, wollt ihr mit mir eine Reise wagen? In der Not bin ich da, deine Kraft. Ich wende euch treuer zu befinden. Er glaubt, dass seine Kraft bestände. Sind sie schnell enttäuscht von ihnen? Schön. Und Vernunft kam schnell gebrochen, was sie in Freundschaft mir versprochen. Tja, jedermann, die Kraft geht. Ich gehe hinterher und lasse dich für meinen Teil allein. Auch du, Vernunft, lässt. Ja, meine Treue, ich lasse dich. Denn wenn die Kraft von deinem geht, muss ich dir folgen, wie es auch steht. Nimm alles von mir. Außer Gott. Kraft, Schönheit. Vernunft sind wie ein Spott.
Nur wir sind noch hier und tragen deine Sünde tiefe Wunde. Wir, deine guten Werke. Und wir warten darauf, dass du uns rufst zu dieser Stunde. Du seid allein hier. Ich mein Leiden und Klage. Ich bitte euch. Wollt ihr denn mit mir gehen? Wir wollten es gern. Doch sind wir kaum zu sehen. Ist etwas krank an euch? Ja, Herr. Und das verdanken wir dir. Hättest du uns geachtet jederzeit, deine Rechnung wäre jetzt bereit. Oh, helf, gute Werke, in dieser Not, sonst bin ich auf ewig verdammt und tot. Helft mir zu meiner Rechenschaft vor des Erlösers hoher Kraft. Können wir es? Wir werden helfen dir. Ja, ich bitte, bleib bei mir. Das tun wir wahrlich. Jetzt und hier. Ich danke euch sehr, gute Werke. Ich danke euch, gute Werke, sehr. Ich bin zufrieden. Ich will nicht mehr als das euer tröstlich Wort hier. Wahrlich. Wir weichen nicht von dir. Die gute Freundin nötig, findest du hier. Dank. Dank, gute Werke, dass ich Treue sehe. Die anderen alle meiden meine Nähe. Obwohl ich sie mehr geliebt als gute Werke. All ihr Gestinken ist nichts. Eitelkeit. Kraft, Schönheit und Vernunft gehen von dir fort. Freund und Verwandtschaft fliehen mit bösem Wort. Nur deine guten Werke werden bei dir sein. Und sind sie auch unscheinbar klein. Ach weh. Mich dünkt, ich muss jetzt gehen und Rechnung tun, bis ich von Schulden frei, denn meine Zeit ist jetzt vorbei. Nur meine guten Werke bleiben mir zur Seite. So gehen wir mit, es ist jetzt Zeit. Vertrau auf Gottes Barmherzigkeit. Thank you.
Ja. Das ist ein ganz traditionelles Stück in der finnischen Volksmusik. Und zwar ist das der Gamelinlied. Das ist kein Knaller, das ist eher ein sehr ruhiges Stück. Das ist ein Stück, was man den Leuten auf dem Heimweg mitgibt. Das ist sozusagen ein Ohrwurm für den Heimweg. Und wir wollen nicht, dass sie danach alle den Heimweg antreten, sondern einen viel kürzeren Weg. Die Damen von der Gemeinde waren ganz fleißig und haben drüben im Raum ein bisschen was zu knabbern und ein bisschen was zu trinken gerichtet. Und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele die Abkürzung da lang nehmen. Nicht der Kürzung.